Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic Karazhan. Ihr seht, wir kommen zum Hintereingang von Karazhan rein. Und da können die meisten bestimmt schon wissen, welchen Boss wir heute angehen werden. Und zwar in diesen Gang gehen wir rein, nicht zum Kurator hoch, sondern auf die Terrasse des Meisters und werden heute Nightbane angehen. Das wird das Ziel heute sein. Keine Ahnung, ob wir ein paar Tries brauchen, ob wir ihn überhaupt legen. Das wird sich dann zeigen. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ihn zu beschwören. Das wird nämlich hier sein, wo dieses kaputte Fass schon ist. Ihr seht erstmal den gesamten Kampfraum, ne? Die Türen gehen dann zu während des Kampfes und den gesamten Kampfraum kann man hier nutzen. Und hier vorn liegt dieses zerbrochene Fass. Da beschwört man dann Nightbane. Normal wird eigentlich hier eine Urne platziert, aber man sieht die dann beim Beschwören gar nicht. Ist etwas schade, aber okay. Das wird dann unser Kampfplatz. Wir haben heute ein Palatank dabei. Für Nightbane wird ja nur ein Tank benötigt. Und drei Heiler, der Rest DDs. Viele Fernkämpfer, Mages, mich als Survival-Jäger, um den einkommenden Schaden auf unseren Tank zu reduzieren. Und ja, die große Anzahl an Melees, die wir hier haben, nämlich einen, zu unterstützen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir kurz vor dem Pull stehen. Und können dann auch kurz die Bosserklärung noch machen. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Ihr seht schon, wie wir uns aufgestellt haben. Ein Spieler hat eine Mark auf dem Kopf. Der wird das Range Camp bilden. Ein anderer Spieler wird jetzt vorn gleich den Boss beschwören. Dann kommt jetzt hier dieses grüne Licht auf den Boden und dann fängt der Bosskampf gleich an. Der Bosskampf, kurz zur Erklärung, hat zwei Phasen. Die erste Phase beginnt jetzt hier und Nightbane wird eben da, wo die Urne gesetzt wurde, an dem Fass wird er runterkommen und wird dann vom Tank angetankt. Wichtig ist, dass der Tank mit dem Rücken halt hier zum Rand dieser Terrasse steht. Man kann hier nicht runterfallen, ne? Das ist eine unsichtbare Wand. Also kein Ding, wenn ihr quasi neben diesen Knubbeln da steht. Tankt den Drachen quasi hier quer zum Raid. Sehr wichtig, weil er hat einen Schwanzfeger, der einen zurückschmeißt, der sehr viel Schaden verursacht und Dot hinterlässt. Er hat einen Spalten vor sich, da sollten auch die Melees nicht drin stehen. Und er macht natürlich auch noch einen Feueratem, das sollte auch nur der Tank abbekommen. Der Tank kriegt hier sehr viel Damage, deswegen sollte auch immer auf dem Tank zwei Heiler mindestens drauf sein. Der restliche Raid kriegt an sich so gut wie kaum Schaden ab. In Phase 1 macht er trotzdem noch zwei Fähigkeiten, immer mal einen Debuff auf einen Spieler, das sollte man am besten decursen. Macht ein bisschen Schaden, das heißt, das kann man noch ein bisschen gegenheilen. Und was ganz wichtig ist, deswegen stehen wir hier als ein Camp quasi zusammen, es kriegt ein Spieler unter sich so eine Feuerfläche, die einen Debuff auf den Spieler er verursacht, jeder, der drin steht, und den Raum natürlich ziemlich stark einengt, weil die ein bisschen größer ist als die Hälfte dieser Terrassenbreite. Das heißt, wir knubbeln zusammen und sobald dieser Debuff auf den Spieler kommt, rennen wir quasi Richtung Wand. Man sollte auf Max Range auch noch stehen, weil der Boss einen 4 macht, der 30 Meter weit geht. Das heißt, wenn wir mehr als 30 Meter hinten im Range Camp stehen, Heiler, wir als Jäger und die Range DDs, haben wir damit kein Problem. Die Melees und der Tank haben ein Problem. Deswegen, dass der Boss sich nicht ins Camp reindreht und da irgendwas passiert, ganz wichtig, 4 Schutz auf dem Tank. Entweder durch ein 4-Totem,
durch einen Priester, der Anti-4-Schutz zaubern kann, oder eben, wenn ihr einen Krieger-Tank habt, kann der über Berserker-Haltung und so weiter, wisst ihr selber, wie Krieger funktioniert, besser als ich, kurzzeitig 4-immun werden. Genau, das wäre quasi die erste Phase. Diese Phase endet, sobald wir 75% des Bosses erreicht haben, also ihn auf 75% Leben runterhauen, dann hebt der Boss ab und fängt seine Flugphase an. Man kann ihn trotzdem noch angreifen über Range-Angriffe, aber in den meisten Fällen hat man andere Sachen zu tun, als auf den Boss durchzuziehen. Nämlich kommt dann der Tank mit ins Range-Camp und im Range-Camp wird dann meine Frostfalle gelegt, also meine Slow-Falle, die Gegner slowt. Denn ein Spieler spawnt solche, oder sind sogar mehrere Spieler, die spawnen Skelette. Diese Skelette machen an sich nicht viel Schaden, außer an Stoffis machen sie ordentlich, aber ansonsten nicht viel Schaden. Problematisch ist es, dass die einen Debuff hinterlassen, der viel Schaden raushaut. Und den Debuff hinterlassen sie nicht durch ihre Auto-Attacks, sondern durch ihre Aura. Das heißt, sobald die Skelette spawnen, muss der Tank die an sich binden. Da ist ein Paladin natürlich super, ne? Mit seinem AOE-Tanken, Weihe, Schild des Rächers und so weiter. Und dann können wir sie quasi killen. Deswegen auch die Frostfalle, dass wir sie ordentlich kiten können. Wenn nämlich so ein Skelett in unser Range-Camp reinkommt, dann kann es ziemlich schnell passieren, dass wir hops gehen, weil dann jeder diesen Debuff bekommt und das macht dann schon pro Sekunde 700-800 Schaden, je nach Klasse, auch ein bisschen mehr, wenn du weniger Rüstung hast, weil das körperlicher Schaden ist, ist sehr unangenehm. Wenn die Skelette dann tot sind, haben wir die Ehre, dann auf dem Boss ein bisschen Damage zu machen, müssen aber aufpassen, weil der Boss auch die Spieler anhaucht und das ebenfalls Schaden und einen Debuff verursacht, der dann discursed werden muss. Die Flugphase ist zeitabhängig. Der Boss kommt dann nach einer Zeit wieder runter und wichtig da, der Boss hat einen Aggro-Reset, wenn er abhebt. Aber er baut Aggro auf, wenn er in der Luft ist. Das bedeutet, in den meisten Fällen werden die Heiler Aggro haben, weil ansonsten, wer macht groß Aggro auf ihm? Bedeutet, wir als Jäger sind für verantwortlich, dem Tank Irreführung zu geben. Und der Tank muss zusehen, dass er den Boss ziemlich gut spottet. Am besten, deswegen haben wir jetzt auch zwei Palas zum Beispiel hier dabei, das ist super, die können dem jeweiligen Heiler, der in der Aggro-Liste ganz oben steht, eine Bubble geben. Dann verliert er die Aggro und schon ist es wesentlich einfacher für einen Tank, die Aggro vom Boss zu halten oder wieder zu erlangen. Er landet wieder, P1 beginnt erneut und bei 50. Und dann nochmal bei 25% kommt wieder so eine Flugphase. So wechselt sich quasi immer P1 und P2 ab, dass wir dreimal die Flugphase haben. Und dann sollte der Boss liegen. So, dann würde ich sagen, viel erklärt, noch nichts gespielt. Das heißt, wir schauen uns den Boss jetzt einfach mal live an. Er wird jetzt beschworen. Der Kampf beginnt in 30 Sekunden. Wir werden jetzt gleich mal sehen, etwas Uraltes erwacht in der Ferne. Okay, da ist er doch schon. Schrecken der Nacht, 1,33 Millionen Lebenspunkte. Also kann sich mit Prinz Malchisar schon die Hand reichen. Glaube, der hat sogar ein bisschen mehr. Und dann schauen wir doch mal. So, er wird jetzt an seinem Platz landen. DBM ist ein kleines bisschen spät. Der Kampf beginnt nämlich 3 Sekunden vorher. Der Tank hat den Boss jetzt. Wir warten ein bisschen, dass wir Damage machen können. Und dann können wir jetzt loslegen. Was auch ganz gut ist, als Survival Hunter. Ah, jetzt seht ihr mal die verbrannte Erde, ne? Da schnell raus. Ihr seht auch den Dot, der jetzt hier auf den Leuten tickt. Der kann gecursed werden, aber ja, dauert natürlich immer ein bisschen, bis man alle, die Cursed hat. Da steht übrigens noch jemand drin in dem Teil, deswegen kriegt er die ganze Zeit weiter Damage. Ja, als Survival Hunter, das seht ihr dann auch,
Etwas später im Kampf kann ich mich natürlich auf Max Range stellen. Das heißt, ich stehe noch einen Ticken hinterm Range Camp und dann kann es gut passieren, wenn diese Asche Fläche auf mich kommt. Hier kommt der 4. Ne? Ich stand weit genug weg. Ein paar hat es vom Range Camp noch gefiert. Wenn ich weit genug wegstehe, kommt der Ascheboden auf mich und das Range Camp vor mir kann sogar stehen bleiben. Und ihr seht, welche Kellen unser Tank kriegt. Ne? Also 4000er Hits sind hier, 6000er Hits sind Standard. Also er muss schon richtig krass geheilt werden. Dann spuckt er immer mal in die Gruppe. Jetzt kommt wieder der Breath nach vorn, der ist weniger interessant. Und jetzt kommt die Luftphase. Wir knubbeln beim Viereck. Ich setze mal meine Falle. Und jetzt kommen gleich die Skelette. Da ist der Knochenregen. Und die Skelette, die haben die Falle nicht ausgelöst. Die waren ein bisschen dämlich von mir gesetzt. Okay. Tank hat aber die Skelette, er hat sie noch nicht ganz. Ja, jetzt kommen die Skelette langsam in unsere Reichweite. Problematik ist, wir rücken jetzt so weit nach hinten weg. Ihr seht jetzt, der Boss macht halt seinen Feuerregen. Wenn wir zu weit vom Boss weggehen, dann kriegt der ganze Raid Damage und wir wipen. Ja, das war jetzt das Problem. Also diese Phase ist quasi die schwierige mit den Skeletten. Und dass der Tank nicht umkippt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon fast den ganzen Bosskampf gesehen. Werden uns jetzt hochheilen und das gleich nochmal probieren. Bis gleich. So, da haben wir uns wieder aufgestellt. Tank steht auch. Dann beschwöre ich jetzt mal. Man kann übrigens so oft beschwören, wie man möchte. Leider ist die Urne immer noch nicht zu sehen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, es kann nicht nur jeder einmal beschwören und dann hat man Pech gehabt. Und dann schauen wir uns das dort gleich nochmal an. So. Kampf beginnt jetzt. Unser Mili macht sich nach vorn. Und dann können wir auch mit Schaden starten. Tank hat genügend Aggro. Wichtig, am Anfang keine Irreführung geben, weil man eigentlich genügend Schaden hat, dass man weniger als 2 Minuten benötigt, um den auf 75% zu bringen. Und dann hat man keine Irreführung mehr nach der ersten Flugphase. Deswegen am Anfang auf Irreführung verzichten. Ihr seht jetzt schon, ich stelle mich einen Ticken hinter das Range Camp. Diese ablenkende Asche spuckt er halt immer auf einen, den Debuff einfach dekursen. Jetzt habe ich ihn zweimal hintereinander abbekommen, auch das ist random, wer den abbekommt. Jetzt kommt das Gebrüll. Ihr seht nur, unser Melee und der Tank wurden gefiert, aber durchs Totem direkt wieder rausgeholt. Diesmal kam schon gar keine Feuerfläche. Und dann sammeln wir uns beim Viereck. Die Falle liegt vorn. Und jetzt kommt der Knochenregen. Der Tank tankt die mit der Weihe an. Wichtig hier, dass die Heiler keine Aggro ziehen. Und dann können wir die Skelette ganz gut machen. Ja, jetzt ist auch keins der Skelette ins Range Camp gekommen. Das Pet ist leider gestorben, aber das ist halt als Nahkämpfer jetzt nicht so bewandt in dieser Sache. Ja, und das war's im Endeffekt schon. In 10 Sekunden kommt er wieder runter. Wir sammeln uns wieder im Range Camp. Ich wollte noch schnell mein Pet wieder beleben, aber ich muss erstmal die Irreführung zünden. Ja, kriege ich es noch hin? Ja, Irreführung drauf. Er hat leider schon eine Aggro gezogen gehabt vorher. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Boss blöd steht. So, Tank dreht ihn wieder in die richtige Richtung. Okay.
Einen Toten haben wir zu beklagen. Jetzt müssen wir wieder unsere Position einnehmen. Leider ist das Pet gleich wieder gestorben. Muss ich erst mal ohne Pet zurechtkommen. Das Problem ist natürlich, jetzt haben wir den Debuff vom Pet nicht mehr. Das heißt, der Tank kriegt noch ein paar mehr Kellen drauf. So, da ist die verbrannte Erde. Schnell raus, dass wir die cursen können. Ah, und da hat es einen Tank zerrissen. Ja, das kann natürlich auch passieren, ne? Entweder die Skelette ist runterkommen nach der Flugphase oder der Tank in P1. Das sind so die Schwierigkeiten an dem Boss. So, werde ich mich mal totstellen. Ja, das ignoriert er auch mal ganz fleißig. Super, super Boss, ne? Nichts mit totstellen hier. So ein Penner. Na gut. Zweiter Vibe. Dann schauen wir doch mal, wie es beim nächsten Try ausschaut. Bis gleich.